Herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen. Ja, es ist wieder soweit. Es gibt neue Infos, neue News über den LS25. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir heute mal nicht die Mühe gemacht, ein eigenes Video zusammenzustellen, sondern wir reacten heute mal auf ein ganz, ganz tolles Video, nämlich von Racing Gaming Adventure. Und hier gibt es natürlich erstmal einen Daumen nach oben, das ist ganz wichtig. Und der Originallink vom Video und auch vom Channel sind natürlich unten in der Videobeschreibung. So, wir werden immer mal zwischendrin anhalten, aber wir werden uns natürlich jetzt das Video mal reinziehen und werden mal gucken, was gibt es denn alles Neues. Es gibt Fahrspuren auf Feldwegen, es gibt ein bisschen was Neues zu Wasserbüffel und es gibt ein Q&A. Und da gucken wir jetzt mal rein. Wie gesagt, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr rübergeht zum lieben Kollegen von Racing Gaming Adventure und einfach mal einen kurzen Daumen da lasst, mal sagt Hallo und vielleicht sogar, dass ihr von mir kommt. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. So, und jetzt würde ich sagen, sabbeln wir nicht weiter. Es geht los. Freunde, recht herzlich willkommen zusammen zu einem weiteren Gamescom News Video rund um den LS25. Ich habe hier ein 10-minütiges Gameplay Video, was die wichtigsten Key Features, die jetzt auf der Gamescom bekannt. Also was natürlich schon mal auffällt, ist, dass wir hier unten auf den Feldwegen auch Spuren haben, beziehungsweise auch eine Bodenverformung. Das ist natürlich der absolute Oberknaller. Ich finde sowieso den dynamischen Boden, diese Bodenverformung, ziemlich gut. Ich finde es auch sehr gut, dass dort nicht von dynamischen Boden gesprochen wird, sondern von Bodenverformung. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe viele Kommentare schon gelesen, wo drin steht, ja, da könnte ja noch viel mehr passieren und das ist alles Mist. Leute, dann kauft euch das Game einfach nicht und spielt's nicht. Ne? Da habe ich eine sehr harte Meinung, muss ich zugeben, denn ich muss sagen, Giants hat diesmal wahnsinnig viele Features reingepackt und das ist ein was mich extrem abholt. Alle zeigt unter anderem. Guckt euch das an, wie sexy das aussieht. Auf Weltwegen. Viele weitere Kleinigkeiten, die ich noch entdeckt habe. Ich habe auch teilweise nochmal Sachen entdeckt auf Bildern, die ich in den vorangegangenen Videos schon gezeigt habe. Darauf wird man auch eingehen. Und ich habe auch ein paar Bilder von Wasserbüffel für. So, guckt euch diese Bodenverformung an. Leute, wir haben bis heute, was LS angeht, keinerlei Bodenverformung gehabt. Und jetzt beginnen die in kleineren Schritten, sagen wir mal. Ne? Also viele haben natürlich SnowRunner vor sich. Leute, SnowRunner, ja, toll, dort geht es nur um Bodenverformung. Das ist ein Bodenverformungsspiel. Aber Giants hat ja noch viele, viele, viele andere Aspekte, die wir natürlich hier reinpacken müssten. Ne? So, und es ist oft so das Problem, es ist halt so ein bisschen ein Mecker-Video eigentlich von mir, weil wir haben jetzt hier eine Bodenverformung, das, was alle wollten, und es wird aber sich schon wieder aufgeregt, dass es nicht genug ist an Bodenverformung. So, alle wollen viele wollen riesengroße dynamische Boden und sonst Böden haben und sonst was und wollen es auch mit einem C64 Amiga-PC spielen. Ne? Geht nicht. So, also von daher muss man immer wieder so eine kleine, wie soll ich mal sagen? Ich würde sagen, wir fangen einfach an und schauen uns gemeinsam diesen Kompromiss finden. Oder dieses Gameplay-Video an und ich werde zwischendurch immer wieder pausieren und was dazu sagen und ihr bekommt jetzt tatsächlich auch einmal Sound auf die Ohren. Wir haben hier einen brandneuen Valtra, mit dem wir jetzt hier einmal am Fluss entlang fahren. Und ihr seht schon direkt, wie dynamisch sich das Fahrzeug bewegt. Also wir haben ja Unebenheiten auf diesem Weg und die nimmt er alle mit. Es wirkt sich alles komplett. Es wirkt aber noch ein bisschen, muss ich sagen, es wirkt noch so ein bisschen statisch. Ne? Es sieht noch so ein bisschen aus. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man vielleicht auch ein bisschen was, wie sich hier ein bisschen was verformt. Aber hier an diesem Feldweg ist tatsächlich wirklich minimalst. Da gibt es noch Stellen, wo wir das viel besser sehen. Es ist wirklich abhängig von Fahrzeug, von Weg, also von Untergrund und von den Reifen. Wir sehen auf jeden Fall hier wunderschön. Der Nebel ist auch früh morgens, da passt es auch. Da hinten fährt ein Schiff. Und was mir hier schon aufgefallen ist, guckt mal, da steht ein Auto mitten im Gras.
sonst nichts in der Nähe. Warum? Die Frage ist die KI selber dorthin gefahren und hat das gebraucht? Warum steht das Auto hier? Habe ich mich gefragt. Scheint mir erstmal rein ein Deko-Objekt zu sein. Bringt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Stimmung, wenn da plötzlich einfach so ein Auto steht. Definitiv. Was sagt ihr dazu? Ja, definitiv. So, gebe ich dir recht. Hier weiter bei den Gewächshäusern. Die sehen so aus. Ihr seht hier rechts, die sind ein bisschen geöffnet. Da kann man rausgucken. Hier sehen wir schön unsere kleinen Reispflänzchen, wie die wachsen. Also von der Textur her wirklich schön. Das sind die neuen Gewächshäuser. Ob es die alten weiterhin auch gibt, die Frage habe ich mal gestellt, aber bisher wurde die mir leider noch nicht beantwortet. So, hier haben wir einen Schlepper. Wir laden die Reispalette auf. Achtet mal auf den Boden. Hier haben wir nämlich schon etwas Bodenverformung. Ja, guckt genau an die Reifen hin, wie da. Kann es sein, dass die Bodenverformung dann eben auch mehr ist, also auf Gewicht reagiert? Mal sehen, ob er das rausbekommt, die ganze Sache. Da gedrückt wird. Richtig herrlich. Wir haben ja auch Baumwolle. Wir haben hier Mais zum ersten Mal, dass wir Mais hier optisch im Spiel sehen. Und eine Sache, die wir hier an der Stelle auch haben, ist die Wasserpumpe für die Reisfelder. Vielleicht vorher nochmal zum Thema Mais. Ja, der Mais, ich habe gedacht, ja, vielleicht hat er auch so ein bisschen Reihensaat. Ähnlich wie die Karotten, Pastinaken, rote Beete. Ich habe es mir angeschaut, aber ich kann es nicht eindeutig sagen. Was heißt also, Reihensaat? Natürlich wird Mais in Reihe gelegt. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Ja, also vielleicht nein, da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Auf jeden Fall seht ihr hier wirklich schön, wie der Reifen den Boden runterdrückt. Also auf dem Feldweg machen wir tatsächlich auch Fahrspuren. Die Wasserpumpe hier ist für das Reisfeld. Ja, ihr könnt zukünftig über das Baumenü Reisfelder platzieren. Die werden dann einmal eben angeglichen. Wenn ihr ein Gebäude baut, da wird der Boden ja auch eben angeglichen. Das ist dann fixe Größe. Reisfeldpumpe ist automatisch mit dabei. Wir können dann hingehen, mit der Pumpe interagieren, sagen, bitte füll das Ganze. Es dauert dann mehrere Stunden, bis das Gebiet komplett geflutet ist. Ach krass. Und dann könnt ihr tatsächlich auch anfangen, später den Reis da einzusäen. Über die Lebenszeit, über die Wachstumszeit von dem Reis ist es übrigens auch so, dass der zweimal bewässert werden muss. Also initial einmal und dann später muss er auch nochmal nachgewässert werden. Okay, krass. Auf alle Fälle sehr, 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 sehr wichtige Information. Die war mir tatsächlich so an der. Okay, das, was jetzt passiert, das haben wir im Endeffekt ja schon ein paar Mal gesehen. Ich würde da vielleicht sogar mal ein bisschen drüber weg scrollen, ein bisschen drüber weg hovern. Dann gucken wir hier mal rein, was hier passiert. Japan 6130, den Reisernter. Reis wird geerntet, umgelegt und dann ausgedroschen. Hinten fällt dann entsprechend das gehäckselte Stroh alles runter. Haben wir teilweise aber so schon gesehen. Was ich hier jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend fand, wir haben hier einen Anhänger, und zwar den von Farmtech. Mir war gar nicht bewusst, dass beim Reisernter das Rohr so lang ist. Guckt es euch mal an. Fährt es gleich aus. Zack, darum. Und dann kann man hier einmal perfekt auf den Wagen überladen. So sieht es aus, wenn wir da Reis abladen. Weiter haben wir jetzt hier den Langkornreis. Den haben sie bisher als trockenen Reis bezeichnet. Und den anderen Reis, den wir zuvor gesehen haben, als nassen Reis. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass wir, guckt mal da hinten links, da ist eine Pumpe am Feld. Also ein, was muss ich mal sagen, dieser Nebel sieht wahnsinnig gut aus. Also den Nebel finde ich wirklich echt gut. Finde ich auch sehr gut platziert, weil hier alles so ein bisschen feucht ist und so weiter. Sehr, 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 sehr schön. Die Pflanzen hier so, also Texturen, finde ich auch ziemlich schön, muss ich zugeben. Er fährt jetzt mit GPS, wahrscheinlich mit Helfer. Ne? Ja, ist ganz sexy, muss man schon sagen. Und das Feld ist tatsächlich auch sehr, sehr eben. Es wurde auf der FarmCon scheinbar verkündet, dass man diesen trockenen Reis hier auch wassern muss. Den kann man auch irgendwie das Baumenü, das Feld erstellen und dann muss auch mit der Pumpe der Reis gewässert werden. Es ist ja schon krass, dass man mit dem Baumenü
Also dass man, oder dass man übers Baumenü die Felder anlegen kann. Aber ist natürlich Ja. nur für einen Reis Mir war das wahrscheinlich, gehen wir tatsächlich seither so nicht bewusst. War euch das so bewusst? mal. Und hört mal hier. Vielleicht müssen wir die Sequenz nochmal wiederholen. Ein akustisches Signal, Nö. Ah. wenn wir. Ja gut, das liegt aber hundertprozentig am eingeschalteten GPS. Dieses, ne? Also ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass das wirklich GPS-mäßig irgendwie was zu tun hat. Okay, wir hovern hier mal ein bisschen drüber, weil das kennt man im Alles so Endeffekt schon. haben. Und jetzt kommen wir hier auch schon zur Spinaternte. Das ist nochmal interessant. Spinaternte ist ja völlig neu, also Spinat komplett neu als Frucht. Reis ja natürlich auch, aber auch die Erntemaschine natürlich komplett neu. Vollernter, wir gucken mal, also es sieht so aus, als wenn der Vollernter natürlich auch einen Tank hat. Ich wollte jetzt schon Korntank sagen, aber, also wirklich einen Tank hat und wir nicht wie bei Pastinaken oder bei Karotten oder was auch immer, bei roter Beete nebenher fahren müssen, weil das ja für einen Singleplayer eigentlich ziemlich schwierig ist. Jetzt einmal noch nicht ganz voll, aber wir können uns trotzdem mal anschauen, Eine krasse, wie der krasse Überladeprozess Maschine. funktioniert. Eine Information an der Stelle: Ja, es wird nicht der einzige Ernter bleiben, den es hier gibt für die Spinaternte. Es wird noch mehr dazu kommen, allerdings von der Arbeitsbreite, weil sich da manche so ein bisschen ja, vielleicht auch beschwert haben. Es ist tatsächlich so, von der Arbeitsbreite her haben wir den. Vielleicht geht es noch ein bisschen breiter, das wissen wir nicht. Aber es ist nicht wirklich viel breiter. Es ist einfach Spinat. Ist wie es ist. Und es ist an die Realität angelehnt. Vom Okay, Ernteprozess. das ist jetzt natürlich Frühbucher-Bonus, ne? Also Vorbesteller-Bonus. Ob das Ganze Sinn macht oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir gucken mal rein. Wir haben es an sich eigentlich schon mal gesehen in irgendeinem Video, aber wir gucken einfach noch mal rein. Mal Prozess sehen, an. was er dazu sagt. Weiter haben wir dann hier den Vorbestellerbonus MacDon. Damit könnt ihr auch Schwartmann, schaut auch hier nochmal das GPS an, dann aufs Feld, dann erscheinen die Linien, dann können wir die Linie auch aktivieren und dann fährt er automatisch hier lang. Ja. Wir haben hier eine schöne Getreideschwart. Im Übrigen, wenn er weiter oben aufs Nachbarfeld schaut, das seht ihr Sonnenblumen in einem etwas früheren Wachstumsstadium. Also, die werden noch weiter wachsen. Sehen auf jeden Fall auch schon mal anders aus. Allgemein, alle Früchte, die ihr gesehen habt, auch vorher den Mais. Ein was fällt mir aber auf, wir haben hier keine Bodenverformung. Warum haben wir hier nirgendwo Bodenverformung? Haben wir vorhin auch beim Mähdrescher nicht gehabt? Haben wir überhaupt bei den Erntemaschinen bis jetzt nicht gehabt? Baumwolle. Warum? Es wurden alle Früchte überarbeitet. Die sehen jetzt alle schöner, neuer, besser aus. Spult gerne nochmal zurück. Nee, wir spulen ein Stück vor, weil das ist natürlich eine Geschichte, die hier, ich sag mal, das kennen wir ja alles. Na, was ist denn jetzt los? Na, was ist denn jetzt los? Wir machen ein kurzes Päuschen, bin da wieder. Also So, wir jetzt müssen geht's weiter, zweimal mein übers Lieben. Feld fahren. Das steht fest. So, jetzt haben wir hier natürlich, ich glaube, die Weiter Sämaschine. haben wir hier von Novak eine neue Sämaschine. Und auch schaut mal hier, wir haben Bodenverformung. Im Stoppelfeld hatten wir gerade beim Schwartmeer auch, hat man nicht so gut gesehen. Okay. Schaut euch auch die Stoppeln an und die Textur hinterher. Hat sich geändert. Das sieht auf alle Fälle schöner, besser und neuer aus. Die Sämaschine von Novak hier ist eine Direktsaatmaschine, ist komplett neu im LS25. Novak gab es zuvor nicht. Das Wir haben wir gucken jetzt mal ein Stück erstmal weiter. keine Spuren, aber die sind theoretisch auch möglich. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück zu sprechen. Da vorne ist übrigens auch ein Feld mit Unkraut mittendrin. Also das wird es weiterhin geben. Finde ich, sieht auch tatsächlich auch ein bisschen schöner aus mit Unkraut jetzt hier. Und jetzt komme ich
Natürlich jetzt auch von diesen Maschinen mal noch ein kleines Preview, wenn ich so Hier will. zu Sennebogen. Ja, Teleskoplader mit einer Kabine, die man hoch und runter fahren kann. Sieht sehr, sehr schön aus. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Funktion mit der Kabine hoch runter. Es wurde Ja. übrigens auch noch von Merlo ein Teleskoplader angekündigt, inklusive Heckhydraulik. Da könnt ihr dann hinten auch mehr dran hängen. Kann ich gerne auch nochmal extra einblenden. Macht das hier vorne. Guckt euch diese Textur an. Die Textur, die finde ich ja wirklich ziemlich sexy. Die finde ich richtig, richtig gut. Überhaupt so die Texturen, ne? Ist eigentlich ganz gut gemacht. Aber hier vorne, dieser Ballen, den finde ich wirklich gut Den gemacht. kann man zukünftig auf alle Fälle auch nutzen. Funktioniert sehr, sehr schön. Ja, wir sehen jetzt hier die Tiere. Natürlich, wir haben es ja schon gesehen, kleine Tiere. Die gibt's jetzt natürlich und wir gucken mal rein. Und hier kam auf alle Fälle die Frage von euch, ja, gibt es unterschiedliche Türgrößen? Welche gibt es? Wie viel gibt es? Wie schaut es aus? Es Türgrößen. gibt drei verschiedene Größen. Es gibt Kälber. Dann gibt es die Aufzucht als mittlere Größe, also die Fersen. Und schlussendlich gibt es die ausgewachsene Kuh, das dann halt quasi das erwachsene Tier ist, was wieder Nachwuchs geben, bringen kann. Und es gibt quasi für alle Tiere jeweils drei Modelle. Wie die jetzt hinsichtlich der Fütterung sind, ob es da Unterschiede gibt, ob man die anders pflegen muss, dazu ist absolut nichts bekannt. Aber es gibt auf jeden Fall drei verschiedene Arten. Und wenn er in Bewegung genau anschaut, dann seht ihr auch, die haben wirklich schöne neue Animationen. Die springen jetzt auch Ja. im Feld dynamisch rum. Guckt mal, das hier, das ist bestimmt gerade erst geboren. Das lernt vielleicht gerade erst das Laufen. Kann es sein, dass ganz frisch Geborene wirklich so ein bisschen tapselig, so ein bisschen problematisch sich hochquälen und sowas und das Laufen lernen? Also ist das mit dabei? Mal gucken. Springen auch mal in die Luft und all die Sachen, also das ist auf jeden Fall richtig, richtig herrlich und bringt richtig Laune mit ins Spiel. Eine Sache, die ich auch sehr oft gefragt wurde, ja, wie schaut's denn aus mit Wildtieren? Wir haben hier auf der Gamescom gar keine Wildtiere gesehen. Was ist denn da los? Warum ist denn das so? Ja, Giants hat die Wildtiere mit Absicht deaktiviert, weil es dann neue Wildtiere gibt, die wir noch nicht sehen sollen. Und das ist einfach so Oh. der einfache Weg. Deshalb haben sie die deaktiviert. Keine Sorge, es gibt Wildtiere. Da können wir uns drauf freuen. Und hier auch eine sehr, sehr spannende Spekulation. Schreibt mal rein, ob ihr die woanders schon gehört habt. Und zwar, was... Jetzt wird's interessant. Könnt ihr mir auch in die Kommentare mal schreiben, ob ihr das schon mal irgendwo gehört habt, was jetzt gleich kommt? Ist denn, wenn Wildschweine das Getreide auch zerstören können? Wir haben es ja schon gesehen, wir werden es gleich auch noch sehen. Bei einem Sturm, bei einem Twister oder bei Hagel wird Getreide zerstört. Also wichtig, nicht nur Twister, sondern auch bei Hagel kann die Frucht zerstört werden. Ich meine, irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass wir diese Funktion ausstellen können. Also sprich, wir können es visuell lassen, dass nichts passiert. Wir können aber auch das so einstellen, dann später, dass natürlich, also in Full-Version will ich mal sagen, dass alles zerstört, also dass es zerstört wird. Nicht an Gebäuden und auch nicht an Fahrzeugen. Ne? Das definitiv nicht, aber die Frucht und der Wald. Wäre es möglich, dass es Wildschweine auch können? Man kennt sie aus der Realität. Wildschweine gehen gerne in Mais rein und zerstören teilweise den Mais. Als Abhilfe ein Hochsitz, der einen gewissen Bereich abdeckt, wo kein Schaden entstehen wird. Wie gesagt, alles Spekulation, keine offizielle Information mit den Wildtieren, aber möglich Cool wäre es. Was wär's. sagt ihr dazu? Habt ihr das jetzt gesehen? Hier hinten hat so eine kleine Kuh gesprungen. Als Guck mal hin. Abhilfe Hier. ein Hochsitz, der einen gewissen Bereich abdeckt, wo kein Schaden entstehen wird. Wie gesagt, alles Spekulation, keine offizielle So. Information mit den Wildtieren, aber Und jetzt springen möglich sie. wäre Ja, es. Was sagt ihr dazu? das ist natürlich eine wunderschöne Animation hier hinten.
Ich würde sagen, wir schauen weiter und schauen uns mal ein bisschen den dynamischen Boden an. Schaut genau. mal hier, wie schön wir da Spuren in den Boden reinfahren. Und wenn ihr um die Kurve fahrt, seht ihr das auch. Ja, dann gibt es von den Vorderreifen, von den Hinterreifen versetzt die Spuren. Sehr schön. Sind auch unterschiedlich tief. Die Spuren sind abhängig von Fahrzeuggewicht, Reifenbreite. Ah, jetzt hat er es gesagt. Also Fahrzeuggewicht, wahrscheinlich auch, wenn wir das Fahrzeug beladen mit irgendwas oder so, dann gehe ich mal davon aus, dass wir tiefere Spuren reinfahren. Und finde ich natürlich eine wunderschöne Geschichte. Und vom Untergrund. Haben wir einen Feldweg, haben wir einen gelockerten Boden. Und wenn ihr jetzt drüber fahrt, mit einer Sämaschine zum Beispiel, dann werden die Fahrspuren wieder geglättet. Guckt euch, wie sexy das aussieht. Auch wichtig ist, toll das wenn ihr aussieht. Im Anschluss im Traktor über das gesäte Feld fahrt, dann gibt es da auch wieder Fahrspuren. Allerdings sind diese Fahrspuren dann nicht so tief wie die, was jetzt hier auf dem aufgelockerten Feld zustande kommen. Also wirklich, wie ist der Untergrund aktuell von der Beschaffenheit her? Welche Reifen habe ich? Fahrzeuggewicht? Das macht alles unterschiedlich tiefe Spuren. Ihr habt vielleicht krass. Auch gesehen, wenn man quer über die Spuren drüber fährt, dann wackelt das Fahrzeug. Es hat tatsächlich darauf auch einen dynamischen physikalischen Effekt. Ja, das ist natürlich, richtig das ist natürlich gut. Ja. Dieses neue Feature, schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, finde ich auch herrlich. Ja, und dann kommen wir abschließend noch einmal zu dem Sturm, zu dem Twister. Was heißt abschließend? Ich habe noch weitere Infos für euch, aber jetzt zumindest von diesem kurzen Gameplay-Ausschnitt. Okay, also den Twister, den haben wir im Endeffekt schon vorgestellt. Wir lassen es mal laufen, wir gucken mal rein, mal sehen, ob er noch irgendwas Neues hat. Ganz, ganz wichtige Info. Ihr seht hier oben in der Wetterkarte, wann ein Twister aktiv ist. Ihr kennt sie auch aus dem 22er schon, es gibt eine Vorschau. Aktuelle Sonne und Twister kommt irgendwann. Ja, der Twister kommt irgendwann. Oh, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Bild, ne? Auf dem wir mal wirklich auch so ein bisschen die Spiegelung des Wassers sehen, finde ich ziemlich gelungenes Bild. Wenn ihr das wisst, dass er kommt, dann bereitet gewisse Sachen vor. Mhm. Räumt eure Ballen weg unter Dach. Die können zerstört werden, die sind danach weg. Stimmt. Ballen können natürlich auch zerstört werden. Nicht nur der Wald, also Holz, Bäume und bla bla bla, sondern auch Ballen und natürlich, wie soll es sein, die Felder. Loses Stroh kann weg sein. Mhm. Getreide kann auch zerstört werden. Gut, ist natürlich die Sache. So viel kann ich jetzt auf nachher auch nicht ernten. Bäume können zerstört werden. Können wir auch relativ wenig machen. Wie krass und das aussieht. Es können auch Gebäude beschädigt werden. Aber es hieß eigentlich Gebäude nicht. Wir gucken mal, was er da jetzt dazu sagt. Übrigens nicht alle Gebäude. Da gibt es Unterschiede. Aha. Manche Gebäude können beschädigt werden. Komplett zerstört, glaube ich, geht gar nicht. Nur beschädigt. Es sind aber die Gebäude, die wir tatsächlich auch wieder aufbauen können. Gibt ja ein neues Baufeature im LS25, dass wir Gebäude bauen können. Und die wird man dann auch reparieren. Davon höre ich jetzt gerade das erste Wort. Können. Also wie gesagt, der Twister, der Tornado wird angekündigt. Und dann habt ihr noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Wenn ihr sagt, oh, ich mag das nicht, ich will nicht, dass der was zerstört, ihr könnt in den Spielmechaniken einstellen, dass der zwar sichtbar ist visuell, aber er zerstört nichts. Und wer sagt, nee, für Europa will ich den nicht haben, könnt ihr sogar einstellen, dass er gar nicht erst auftaucht. Ist alles möglich. Wie ich ja gesagt. Genauso wie Hagel. Ja, und wenn der aber dann es da sieht ist, krass aus. Dann hängt es davon ab, mit welcher Spielgeschwindigkeit spielt ihr. Habt ihr 1 schneller mal 60 oder weniger. Je nachdem, wie schnell das Spiel gerade läuft, die Zeit im Spiel läuft, desto schneller zieht er über die Karte. Und wichtig ist auch, dass wir auch von Twister sprechen. Was hat es für einen Hintergrund? Tornados sind viel weitläufiger, viel größer und decken ein viel größeres Gebiet ab. Und deswegen spricht Giants nicht von Tornado, sondern von Twister, weil ein Twister ja ein viel kleineres Gebiet umfasst und hier wirklich eher ein Twister dann sinnvoll ist, weil es ja wirklich nur einen kleinen Durchmesser, sag ich mal, betrifft, ne, diese ganze Geschichte. Aber wir gucken mal weiter.
War auch eine offene Frage, zieht er immer dieselbe Route? Nein, der zieht willkürliche Routen und er kann auch immer ein bisschen anders ausschauen. Von der Größe her etc. Das ist natürlich gut. Da müssen wir einfach gespannt sein, wie willkürlich die Routen sind, die er zieht. Sind einige wenige oder sind es ganz viel verschiedene? Es werden auf jeden Fall verschiedene sein. Das wurde offiziell bestätigt. Okay, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, und dann kann er halt schön unsere Felder zerstören. Fahrzeuge kann er nicht zerstören. Die weht er auch nicht weg. Okay, wir gucken mal in dieses. Warte mal. Da waren auch noch offene dieses Fragen. Bild? Ich habe die mir angeschaut. Und wunderschönes Bild. Ich möchte jetzt einfach da noch mal ein bisschen drüber quatschen. Und zwar sehen wir hier auf dem Bild hier vorne ein Fahrzeug, das einfach mal quer auf der Straße steht. Also es fährt zumindest nicht exakt in die Richtung. Wir wissen nicht warum. Es gibt drei Möglichkeiten. Also was wir wissen ist, es ist nicht von der Seite reingekommen, weil hier kommt kein Weg. Möglichkeit Nummer 1 ist, es ist irgendeinem Gegenstand ausgewichen. Möglichkeit Nummer 2, hat einen Unfall gebaut. Möglichkeit Nummer 3 ist, es hat uns gerade überholt und schert hier vorne wieder ein. Und diese Variante geht, meine Lieben, im LS25. Autos, also KI-Fahrzeuge, überholen jetzt wirklich uns Traktorfahrer. Und auf jeden Fall sehr, sehr spannende Möglichkeiten. Ich wollte es euch einfach mal mitteilen. Weiter hat dann einer aus meiner Community entdeckt, dass wir hier vielleicht doch Wassertropfen auf der Scheibe haben. Schaut euch diesen Traktor hier mal an. Wenn wir hier hinscrollen zu der Scheibe, seht ihr hier so Pünktchen drauf. Man sieht ja klar, der Regen geht in die Richtung hier. Der fällt hier runter. Was ist das, was wir hier auf der Scheibe haben? Ich habe dann die Idee, vielleicht spiegelt was von der Motorhaube. Das könnte ich mir hier in dem Bereich vielleicht noch vorstellen, ja? Aber hier drüben spiegelt keine Motorhaube und da haben wir trotzdem so Pünktchen. Also irgendwie sieht es aus, als hätten wir hier doch Wassertropfen auf der Scheibe drauf. Also ich gehe davon schon aus, dass wir Wassertropfen auf der Scheibe haben. Ich habe es, glaube ich, ja irgendwo gelesen, gesehen, dass es doch schon auf der Windschutzscheibe dann Wassertropfen gibt. Das glaube ich sogar der Scheibenwischer einen Sinn hat. Wird es doch kommen? Und wir können es vielleicht einfach nur mit dem Scheibenwischer nicht wegwischen? Ist Giants hier noch am Basteln, dass es doch noch irgendwie möglich ist? Wir wissen es nicht. Wir müssen uns einfach überraschen lassen. Und zum großen Abschluss des Videos habe ich hier noch auf einer japanischen Webseite was entdeckt. Und zwar gibt es hier neue Bilder. Wir sehen hier unter anderem Sonnenblumen viel näher. Auch wieder mit neuer Textur. Andere Textur, genau. Das Bild haben wir, glaube ich, schon gesehen, aber die oberen zwei auch noch nicht. Und wir haben hier ganz unten Bilder von Wasserbüffeln. Ui. Können hier ein bisschen näher rangehen noch? Ja? Also Wasserbüffel natürlich sind Nutztiere, das wissen wir ja mittlerweile. Und da wird es wahrscheinlich einiges an Features noch geben. Wasserbüffel, die geben auch Milch, genauso wie Ziegen Milch geben. Können wir auch zu Käse verarbeiten. Das sind neue Milchsorten wohlgemerkt. Keine Kuhmilch, extra Milchsorte. Und das können wir da quasi auch verarbeiten. Weiter sehen wir dann hier unten noch einmal so die Lichtstrahlen von einem Auto und hier die Reis auf den Anhänger übergeladen wird. Das haben wir ja soweit zu den neuesten Gamescom News hier mit einem extra Gameplay von über 10 Minuten, was ich hier euch zeigen konnte. Richtig, richtig genial. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Wir haben jetzt auch einige Fragen abgearbeitet. Wenn ihr neue habt, auch unten rein. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Genau, also das gilt natürlich auch bei mir hier. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren mal ein bisschen was da lassen. Und es gibt jetzt einige Videos natürlich zum LS25. Auf alles werde ich nicht reacten, einfach aufgrund von Copyright-Sachen. Ne? Also wenn sich da jemand schon die Mühe macht, da ein großes Video drüber zu drehen, dann muss man das natürlich immer honorieren.
Ich honoriere es jetzt hier in dem Fall natürlich. Wie gesagt, geht bitte rüber, klickt dort einfach mal auf Abonnieren, klickt einfach mal auf den Daumen und in der Videobeschreibung ist im Endeffekt alles verlinkt, meine Lieben. Ja, das sind erstmal die neuen News des LS25. Über Blog-Einträge werde ich euch natürlich jetzt in Zukunft auch ein bisschen mehr noch am Laufenden halten, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne das Däumchen da, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao.